Ja, hallo und herzlich willkommen zum Video über 2D- und 3D-Vernetzung. Es ist so, dass die Tonaufnahmen der letzten Vorlesung sich als unbrauchbar erwiesen haben und deswegen werde ich die Sache nochmal hier kurz aufziehen. Behandelte Punkte werden hier sein Geometrieerstellung in einer sehr einfachen Form und dann eben auch 2D- und 3D-Vernetzung, das Hauptthema eigentlich der Stunde. Geometrieerstellung hier erstmal in Form einer Flächenerstellung. Man hat hier zum Beispiel Knoten, die man erstellen will. Das macht man über Geom und dann Nodes, wie wir es auch schon kennen. Und da können wir jetzt mal einen Punkt erstellen und einen zweiten Punkt erstellen. Das gibt uns schon eine Linie. Jetzt machen wir vielleicht noch einen dritten Punkt und einen vierten Punkt. Damit hätten wir eigentlich schon eine Fläche, die wir definieren können. Also man könnte jetzt hier vorgehen und Linien erstellen über Geom Lines. Und über dieses Symbol hier kann man dann sich die Punkte einfach auswählen, die man verbinden möchte. Kann auch gleich, ich glaube, alle Punkte werden nicht funktionieren, aber es wird so ein U herauskommen. Genau, dann muss man eben die letzten zwei Knoten noch miteinander verbinden. Damit hätte jetzt man mal Linien erstellt und um das Ganze auch als eine Fläche zu machen, gibt es hier dieses Geom Surfaces. Und Surfaces würde jetzt hier sich anbieten, das Ganze mit einem Spline Filler zu machen, was einfach die Bounding Lines, also die Linien außen herum, hernimmt und daraus eine Fläche zaubert. Wenn ich jetzt hier draufklicke, passiert manchmal nichts. Das liegt daran, dass diese Linien nicht überall verbunden sind. Zum Beispiel sieht man das hier an diesem kleinen Kreuz. Und aufgrund dessen muss man hier die Option Auto Create und Keep Tangency mal deaktivieren. Dann kann man die Linien auf jeden Fall anwählen und über Create sollte es dann auch funktionieren. Jetzt sieht es so aus, als hätte nichts funktioniert, aber wenn ich jetzt hier auf schattierte Geometrie gehe, dann sehe ich, dass ich eine Fläche hier erstellt habe. Und diese Fläche kann ich jetzt hier vernetzen. Das funktioniert über F12 und dem Auto Mesh Panel. Anderer Weg wäre Mesh Create 2D Auto Mesh. Und hier haben wir besprochen, dass es im Size and Bias Menü eigentlich die gängigsten Optionen gibt für das Erstellen eines 2D-Netzes. Wichtig ist, dass dieser Schalter hier auf Interactive und nicht auf Automatic steht. Ich kann das gerade mal zeigen, wenn das jetzt hier auf Automatic ist und ich meine Elementgröße gewählt habe und auf Mesh drücke, also die Fläche muss ich natürlich noch auswählen, auf Mesh drücke, dann wird sofort vernetzt und ich habe keinerlei Einstellmöglichkeiten, das Netz nochmal zu ändern. Andernfalls, wenn ich jetzt hier auf Interactive bin, kann ich jetzt hier nochmal sehen, aha, 10 Knoten werden jetzt hier pro Kantenlänge gelegt und ich kann jetzt hier, indem ich auf die Nummer klicke, nochmal diese Ja, die Dichte, die Knotendichte an einer Linie ändern und somit das Netz beeinflussen. Ich kann hier auch nochmal sagen, ich will jetzt doch lieber grober vernetzen mit 2 und auf Recalc All klicken und dann kann ich mit Mesh das Netz editieren. Andernfalls hätte ich jetzt Reject klicken müssen und ja, also einfach eine bequemere Variante hier nochmal Editierungen zu machen. Geht in beide Richtungen. Und ich kann auch diese Nummern hier, also die Knotenanzahl in einer Linie, direkt bestimmen, indem ich jetzt hier zum Beispiel 15 eingebe und eine Kantenlänge auswähle. Dann wird hier 15 gesetzt. Gut. Über Netzqualitätskriterien haben wir uns auch unterhalten. Das heißt, wie erkenne ich denn, wie gut mein Netz ist? Und da gab es dieses Checks-Panel. Das Checks-Panel könnt ihr aufrufen über View. Toolbars, Hypermesh Checks. Also View, Toolbars, Hypermesh Checks gibt euch dieses Panel hier oben. Da könnt ihr einige Sachen machen. Zum Beispiel die Distance messen zwischen zwei Knoten oder auch bestimmte Eigenschaften des Modells herauslesen. Aber uns soll es jetzt mal um die Check Elements gehen. Dazu muss ich hier raus aus dem Mesh Panel. Ich habe jetzt hier etwas vernetzt. Und jetzt will ich wissen, wie gut das ist. Gehe ich jetzt hier auf Check Elements. Jetzt habe ich hier meine Qualitätskriterien. Die Qualitätskriterien seht ihr auch im Skript, was die einzeln bedeuten, aber die könnt ihr auch einfach googeln. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel schauen, aha,
Und hier unten zeigt es mir mal an, wie viele davon versagen jetzt hier. Zum Beispiel hier Aspect Ratio 1,45. Ich sage, ich will eine Aspect Ratio kleiner als 1,4. Dann zeigt es mir jetzt an die Elemente, die diesem Qualitätskriterium nicht entsprechen. Gut, es ähnlich funktioniert es mit den anderen auch. Eine zweite Möglichkeit wäre noch über Mesh Check Elements. Check Elements? Nein, Quality Index. Check Elements war das Panel, wo wir jetzt gerade waren. Quality Index zeigt mir das hier grafisch dar und gibt mir einen Computational QI, also einen Qualitätsindex, wieder, wie gut mein Netz ist. Mit dem könnt ihr mal ein bisschen experimentieren und schauen, was das Ganze hier so beinhaltet. Das funktioniert so nur für zweidimensionale Netze. Für dreidimensionale Netze haben wir noch kennengelernt, dass wir die mit Tetraeder vernetzen können, relativ einfach. Dazu werden wir jetzt nochmal das Netz löschen. Löschen mit F2 und dann hier Elemente. Was will ich löschen? Elemente. Hier die Displayed, so alle, die dargestellt werden. Und Delete Entity löscht dann die Elemente raus. Jetzt, um ein Volumen zu kreieren, müsste ich jetzt nochmal zwei Flächen erstellen zum Beispiel. Also gehe ich wieder auf Surfaces und jetzt nehme ich die Drag Along Vector, selektiere wieder die Linien und sage jetzt in Z-Richtung will ich jetzt extrudieren, mehr oder weniger, und sage Drag Plus. Jetzt sehe ich, dass ich einen volumetrischen Körper erzeugt habe, beziehungsweise im Moment noch nur Flächen. Und hier muss ich noch eine Fläche schließen und das geht wieder mit diesem Spline und Filler. Und indem ich da jetzt auf die Linien klicke und Create drücke, schließt er mir diesen Körper. Sehe ich auch, ob ich alles richtig gemacht habe, zum Beispiel im Quick Edit Panel. Mit F11 komme ich dorthin, da habe ich wieder diese grafische Darstellung, wo wir, wie gesagt, haben, dass eine grüne Linie bedeutet, dass zwei Flächen dort angrenzen und eine rote Linie, dass nur eine Fläche angrenzt und eine gelbe Linie, dass drei Flächen angrenzen würden. So würde ich jetzt erstmal sagen, auf den ersten Blick sieht es gut aus. Mich wundert es ein bisschen, dass hier keine grüne Linie angezeigt wird, aber das könnte vielleicht daran liegen, dass die Geometrie hier vielleicht ein bisschen überblendet wird. Aber das werden wir gleich sehen, wenn wir ein Solid erstellen. Ein Solid ist ein volumetrischer Körper, der von umschließenden Flächen genau ein Volumen definiert. Um diesen zu erstellen, gehen wir auf Geom Solids und dann hier auf dieses Symbol, Bounding Surfaces. Indem ich jetzt hier draufklicke, selektiert er mir automatisch Flächen, die er gefunden hat, die ein geschlossenes Volumen ergeben. Habe ich irgendwo einen Connection-Fehler, also dass eine Linie nicht verbunden ist, wird er das nicht tun. Wenn ich jetzt auf Create klicke, habe ich ein Solid erstellt und das sieht man dann auch anhand der etwas dickeren Linien. Diesen kann ich jetzt dreidimensional vernetzen über 3D Tetramesh in dem Fall, wobei man hier natürlich sicher eine Solid Map Vernetzung machen würde. Aber hier mit einem Tetramesh, um es mal zu zeigen, auf Volume Tetra, ich wähle dann den Solid an und jetzt kann ich hier noch den zweidimensionalen Typ, den dreidimensionalen Typ auswählen. Lasse ich jetzt alles mal so. Und über Curvature und Proximity haben wir gesprochen. Die lasse ich jetzt mal draußen. Ich drücke einfach mal auf Mesh. Und dann sehe ich, dass ein Tetraedernetz erstellt wurde. Wenn ich mir jetzt Gedanken machen will, wie das innen drin aussieht, haben wir noch die Möglichkeit besprochen, über F5 in das Mask Panel zu kommen und dann hier über Elemente eine gewisse Anzahl an Elementen auszuwählen und auf Maskieren zu drücken. Dann steht mir die Geometrie im Weg. Ich sehe die Elemente nicht wirklich. Kann ich die Geometrie entweder ausblenden, hier, oder aber ich kann sie hier durchsichtig machen. Dann habe ich immer noch die grobe Idee von der Geometrie und kann jetzt hier mir die Tetraeder anschauen. Das wäre es jetzt mal soweit von mir zur 2D- und 3D-Vernetzung und ich hoffe, dieses Video hilft euch bei euren Vorbereitungen.